S'il vous plaît, sire. Et maintenant, s'il vous plaît, des poupées. Mutten wir der Puppe nicht etwas zu viel zu, Herr Havaling? Sie wollten sie noch ölen. Geeignet, Piraten. Puppe geraubt, Geldgier erliegt, seelenlose Schönheit. Symbol, Tiefsinn, beachtlich. Vielleicht, Sir. Aber gerade dafür, ich habe eine so schöne Danseuse. Stellen Sie das Ding wieder ab. Ich glaube, die Schraube ist wieder locker. Diese Natürlichkeit. Transpirieren kann sie ja. Pardon. Vielleicht, sie könnte eins der sieben Todsünden tanzen. Probablement. Ah, mein schönstes Ballett. Der Teufel will verführen ein junges Mädchen und er ihr zeigt die sieben Todsünden. Zorn. Faulheit. Geiz. Unzucht. Völlerei. Puppe unter Kleid aus. Wie? Liegt Mechanik zutage? No. Oder kann man ihre anziehen, zum Beispiel Kleid von Unzucht? Und? Ja, das, natürlich ist die Puppe genau wie ein Mensch, aber Unzucht, durchaus, das ist denn doch wohl nicht möglich. Warum nicht? Verschiedene Baustadien gesehen?
Puppe sehr appetitlich. Hm? Kommen Sie, Maestro. Schauen wir uns doch mal die Beine an. Nicht anfassen. Aber, nein, meine Herren, nein, nun ist aber genug, wirklich. Heute Abend können Sie die Puppe haben, aber jetzt muss sie unbedingt noch mal in die Werkstatt. Aber Herr Hofrat, ich brauche Puppe doch zu einer Probe. Ich muss doch ganz neues Ballett für Sie erfinden. Maestro, ich schlage Ihnen vor, ein Ballett mit dem Titel Die Beseelung der toten Materie, zum Beispiel. Sehr gut, Herr Kommissionsrat. Ja, aber Herr Hofrat, in die Werkstatt darf die Puppe keinesfalls zurück, ein solches Wertstück. Mein ganzes Vermögen, meine ganze Existenz hängen von ihr ab. Diese Puppe bleibt an meiner Seite. Maestro, Sie wohnen mit mir im gleichen Hotel. Wo halten Sie Ihre Proben ab? In unserem Hotel, im Saal. Ausgezeichnet. Dann holen Sie sich die Puppe zur Probe aus meinem